Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem Special Vlog heute aus dem Tattoo-Studio. Denn ich lasse mich heute mal wieder tätowieren. Ihr habt so oft danach gefragt, ob ich meine Tattoos zeigen kann, hin und her. Heute erkläre ich euch auch endlich mal, was es mit meinem hier Illuminati-Tattoo und mit diesen ganzen satanistischen Symbolen auf meinem Hals auf sich hat. Wir sind hier bei meinem Tätowierer, bei Tattoo Thomas. Der gute Verrückte ist jetzt hier auch schon am Start. Passt jetzt hier das Layout. Hallo. Ich konnte einige Termine leider nicht wahrnehmen wegen Corona. Ne? Das Tattoo-Studio war geschlossen. Und bevor jetzt jemand irgendwelche blöden Fragen stellt, wir sind natürlich alle geimpft, genesen und getestet. Ne? Heute machen wir mal mit dem Unterarm und dann den Oberarm, Innenseite weiter. Ich erzähle euch jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen, was ich schon habe. Jetzt erstmal Striptease, sexy Musik einblenden. Ich habe eine Ausrede, Massephase läuft, okay? Ab Sommer kommt, dann habe ich Bikini-Figur. Yeah. Wir fangen mit dem ersten Tattoo an, das ich mir gestochen habe. Und zwar, das war die Rippe. Das bedeutet nichts anderes als lerne, als würdest du ewig leben. Lebe, als würdest du morgen sterben. Also eigentlich nur YOLO. Fand ich damals ganz cool, habe ich mir einfach tätowieren lassen. Wie lange tätowierst du jetzt eigentlich schon? Anfang 95, hauptberuflich, 27 Jahre alt. Jeder normale Typ würde erstmal eine Sache zu Ende machen, bevor er woanders anfängt. Ich habe halt mal hier gemacht, da, mal da, mal da, mal da. Ich habe überall mal so ein Puzzleteil gemacht. Und jetzt fange ich erst an, die Puzzleteile mal ein bisschen zu verbinden. Als nächstes Tattoo habe ich mir den Löwen stechen lassen. Löwe auf dem Oberarm oder irgendwo hin. Ich schwöre, hat fast jeder mittlerweile. Das ist nicht nur ein Löwe alleine, sondern da kommt noch viel mehr dazu. Herkules hatte ja so eine Prüfung. Da hat er den nemeischen Löwen mit einem Rear Naked Choke ausgetappt. Und hier kommt dann noch Herkules hin und die restlichen Prüfungen vom Herkules. Also das ist leider auch noch nicht fertig. Tatsächlich ist eigentlich noch fast gar keins von meinen Tattoos fertig. Außer so die Halspartie. Alles andere, da wird noch viel drum herum gemacht. Das ist noch ein großes Projekt, das ausgearbeitet werden muss. Trust me. Das Tattoo, das ich mir danach stechen lassen habe, war hier das auf der Brust. Hat nicht so eine kranke Bedeutung. Ist irgendwie was Gutes gegen Böses. Das nächste Tattoo, das ich mir stechen lassen habe, wenn ich mich nicht täusche, war das hier. Der Oberarm, der griechische Gott Apollo. Das habe ich mir da stechen lassen, weil ich hatte schon lange vor, dieses ganze Tattoo heute, das ich mache, auch zu stechen mit Icarus. Wenn ihr die Story kennt von Icarus, der ist zu nah an die Sonne geflogen. Apollo ist der Gott der Sonne, deswegen Icarus kommt dann hier hin. Das ist der griechische Gott Poseidon. Das ganze Motiv zusammen mit dem Schiff hier ist das Motiv von der Odyssee. Ich bin ja allgemein so ein richtiger Fan von griechischer Mythologie. Hat für mich nichts mit Religion oder so zu tun, sondern da stecken immer so interessante Geschichten dahinter. Und ich finde die Motive einfach immer sehr interessant. So, kurze Pause tätowieren. Was sagst du bis jetzt? Wie geht's dir so? Ja, voll entspannt, bin fast eingeschlafen. Es gibt ein paar Stellen am Körper. Voll süß, oder? Wie ich hier so meine Beine schwingen lasse. Das sieht man gar nicht, aber ja. Also ein Tipp an alle, die sich zum ersten Mal tätowieren lassen wollen. Macht nicht die Hände, macht nicht den Rücken, macht nicht den Hals, macht vielleicht auch nicht so die Brust. Fangt mit so einem Oberarm an. Ganz ehrlich, Oberarm voll entspannt, Unterarm voll entspannt. Man spürt fast gar nichts. So Nacken hinten, Rücken, das hat mich gekillt. Als nächstes habe ich mir die Medusa stechen lassen auf dem Rücken. Die ganze Geschichte der Medusa ist eine Story vom Verrat. Und meine Medusa im Rücken soll mich vor Verrätern schützen. Ne? Augen im Rücken, verstehst du? Nach dem Rücken habe ich alles andere übersprungen und habe angefangen mit dem Hals-Tattoo. Ich habe mir den griechischen Gott Hades hier in die Mitte hingeklatscht. Ist so ein Missverständnis. Der wird immer als Teufel oder als Satan oder sowas angesehen. Das ist er aber eigentlich gar nicht. Der ist nur der König der Unterwelt. Das ist auch ein ganzes Motiv. Die lebendige Seite, also die Seite der Lebendigen. Und hier ist die Seite der Toten. Hier habe ich halt quasi den Typen, der lebt. Ne? Hat hier so eine schöne Frau an der Seite. Ne, chillt da ein bisschen. Hier habe ich die griechische Göttin Hebe, die andere Seite. Genau dasselbe Motiv, nur halt jetzt, ne, als tote Version. Und hier auf der Seite habe ich den griechischen Gott Thanatos, der Gott des Todes. Weiter geht's! Was auch richtig ekelhaft ist, nach der Pause wieder neu anfangen. Weil dein Körper hatte kurz Ruhe und so, ne, der Schmerz ist weg und jetzt ist die Haut ist ja schon entzündet und jetzt wird wieder drüber tätowiert. Das ist immer richtig ekelhaft. Aber wir sind ja die Ringlife-Gang und nicht aber die Pussy-Gang. Genau. Wer das eine will, muss das andere mögen.
Als nächstes kam dann das auf der Brust. Hat jetzt nicht großartig irgendwie eine Bedeutung. Perseus, Medusa, Pegasus. Hat aber eigentlich ganz gut so in das Motiv mit reingepasst. Danach kamen die Symbole auf dem Hals. Wie Runen kann man sich das vorstellen. Jedes Symbol ist ein Symbol einer Gottheit. Das hier in der Mitte ist das Symbol von Kronos. Und das steht für Zeit. Die Sichel ist das Symbol der Demeter. Die ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Hestia. Hestia ist die Göttin für Familie. Dann hier auf der Seite, was viele verwechseln, die denken, das ist das Symbol für Weiblichkeit. Aber das ist das Symbol von Merkur oder Hermes, dem Götterboten. Und hier habe ich Artemis, und zwar ist es die Göttin der Jagd. So ungefähre Zahl mal für uns, wie viele Tattoo-Motive hast du denn schon gestochen? Machen wir 4000. Oder 40.000, ich weiß es nicht. Aber immer noch nicht genug. Mein Arm ist ein bisschen eingeschlafen von der Position. Ach, so durchgestrickt. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ist voll entspannt gerade. Fast keine Schmerzen. Ja, alles gut. Und jetzt die letzten zwei Tattoos, die noch aktuell sind. Mein Illuminati-Tattoo, das ich mir auf die Hand stechen lassen habe. Das Dreieck mit dem Auge, die Eule, der Totenkopf, die Schwerter. Ah! Edmond hat sich verkauft, damit er auf YouTube Erfolg haben kann. Hat aber wieder nichts damit zu tun. Ist nichts anderes als ein Symbol für die griechische Göttin Athene. Göttin der Weisheit und die Göttin der Kriegskunst. Das Auge ist eigentlich ein göttliches Symbol. Mittlerweile wurde das Auge ein bisschen verunreinigt durch halt eben diesen Bezug zu Illuminati und so. Aber ursprünglich ist es ein Symbol, das für Göttlichkeit steht. Die Eule ist ein Symbol für Weisheit. Und dann habe ich den Totenkopf und die Schwerter. Und das steht für das letzte Attribut von der Athene, und zwar Kriegskunst. Auf den ersten Blick denken die Leute halt immer irgendwie, ich bin jetzt Freimaurer geworden oder so. Aber wie gesagt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich gehöre nicht zu irgendeiner Sekte an. Außer der Ringlife-Sekte, die gefährlichste Sekte überhaupt. Und schlussendlich, das letzte Tattoo, das ich mir aktuell gemacht habe. Zack, die Ringlife-Gang. Als Dankeschön an meine Ringlife-Gang habe ich mir das ja vor einer Weile tätowieren lassen. Das sind soweit die Tattoos, die ich aktuell habe. Eigentlich wollte ich erstmal darauf warten, bis ich alles am Oberkörper fertig habe. Aber ich glaube, das dauert wirklich noch locker ein Jahr mindestens oder so. Und ich wollte euch einfach dieses Video nicht vorenthalten und euch das geben. Wir sind mit der ersten Sitzung für das Tattoo erstmal fertig. Wir haben in einem Monat, glaube ich, die nächste Sitzung, dann wird der obere Teil gemacht. Dann kommen noch Zwischenstücke, alles mögliche hin und dran, dann wird das noch alles verbunden. Ich denke noch zwei Sitzungen wahrscheinlich, bis alles komplett fertig ist. Und dann ist die ganze Sleeve am Arm endlich mal fertig. Ja, war eigentlich voll entspannt. Ich würde jetzt am liebsten noch 3-4 Stunden weitermachen, aber der Mann hat leider noch einen anderen Kunden, der auch darauf wartet, gestochen zu werden, sonst würde ich jetzt hier einfach weitermachen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch endlich mal aufklären. Und Miro, ich bedanke mich. Ich hab's zu lang. Jetzt Frischhaltefolie, damit ich schön knackig bleibe. Dann geht's nach Hause.